Willkommen bei einer weiteren Episode für mein Ultimate Team Let's Play. Und jetzt zählt es, denn wir stehen hier beim zweiten Versuch vom Longshot Cup im Finale und haben jetzt die Möglichkeit, den Inform Honda zu gewinnen. Letzter Versuch, was das Online-Spielen betrifft. Und jetzt gilt es natürlich, das Ganze dann auch umzusetzen. Ach so. Haben sich mal Pato und Jovinko beide verletzt. Scheiße. Die haben alle mal hier keine Verträge, aber das ist das geringere Übel. Aber eigentlich müsste ich doch auch mit meinem Bundesliga-Team das Ding gewinnen. Ja, muss ich wohl mit meinem Bundesliga-Team ran, aber ich muss erst noch eine Karte für Gomez kaufen. Am Arm ist der Junge verletzt. Ja, es ist nicht optimal. Es sind nicht die besten Vorzeichen, aber ich habe die besten Spiele gebracht, wenn ich dann irgendwie doch mit verletzten Spielern mich rumschlagen musste. Das waren jetzt mal 5 Spieler, die nicht spielen konnten. 3 durch Verträge und 2 durch Verletzungen. Ihr habt es gesehen, also ich habe jetzt mich auch nicht weiter auf die Folge quasi vorbereitet, sondern ich war eben gerade sehr überrascht hinsichtlich dessen. Und es scheint so zu sein, als ob ich keine Karte für Arm für 200 bekomme. Warte mal, die sind meistens sehr, sehr weit hinten, weil die doch dann immer rechtzeitig aufgekauft werden. Deswegen muss ich hier durchgehen, da sind hier die ersten, die nicht Kopf oder Knie sind. Schauen wir mal, dann dürfte jetzt auch gleich Arm dabei sein. Da habe ich doch eben schon... Nee. Das Oberkörper. Aber gleich kommt Arm. Ich sehe es schon kommen. So, da haben wir noch eine hier, die können wir für alle einsetzen. Zack, genommen. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir eine Arm bekommen. Weil so eine kann man ja immer gebrauchen. Kann man nicht viel verkehrt machen. Aber es scheint gerade nicht so zu sein, als ob Arm verfügbar ist. Nö. Warte mal, war eben gerade hier? Ne, es ist Fuß. Egal, dann nehme ich halt die ich für 200 bekommen habe, die alles heilen kann. Ist ja auch. Okay, ich meine, ich habe es ja gekauft, dann kann ich es ja auch verwenden. Wenn ich gerade keine andere günstiger bekomme. Oder für den gleichen Preis. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken gerade folgen. Wie dem auch sei, dann spiele ich jetzt im Finale mit meinem Bundesliga-Team. Und was ich noch erwähnen muss, ich habe schon 2 Finals bestritten mit meinem ersten Account. Das erste habe ich verloren, das zweite habe ich gewonnen. Und die Spiele waren sehr, sehr schwer. Sehr, sehr gute Gegner, die sehr gut in der Defensive standen. Und im ersten Finale habe ich in der 116. Minute, es stand ganz 0-0, und dann hat Taiwo ein Eigentor geschossen bei einer flachen Flanke oder halt einem flachen Pass, die von außen kam. Da habe ich mich kurz aufgeregt. Und das zweite Finale habe ich dann irgendwie doch ein bisschen deutlicher gewinnen können, aber der Gegner hat auch gut gespielt. Also das wird natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob ich hier noch einen Spieler habe, den ich immer bringe. Ah, die haben alle auch keine Karte. Da muss ich jetzt mal bei irgendjemandem hier einen Vertrag verlängern. Von wem? Von Lichtsteiner. Habe ich noch eine andere Karte? Ja, wobei ich könnte eigentlich hier so eine raushauen. Sehr schön. Ich mache es jetzt gerade nur, um mir einfach möglichst größte Flexibilität vorzubehalten, weil unter Umständen, keine Ahnung, kaufe ich mir jetzt einen anderen Außenverteidiger oder sowas, weil ich ja jetzt danach unter Umständen ein bisschen mehr Geld habe, wenn ich hier in Form Honda gewinne. Und so habe ich dann einfach immer wirklich größtmögliche Flexibilität. Und jetzt gehen wir das Finale an, sind natürlich voll motiviert und schauen, was wir für einen Gegner bekommen. Ich hoffe einfach irgendeiner, der sich irgendwie so richtig schön durchgeduselt hat. So 3x1-0 gewonnen, so Griechen-Style, wie bei der EM. Weil zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel gegen Griechenland noch nicht gespielt von Deutschland, das Viertelfinale. Ich hoffe, ich habe jetzt natürlich jetzt hier nicht in irgendeine Wunde reingelangt oder quasi Salz in die Wunde gestreut, weil ich weiß ja nicht, wie das Spiel gegen Griechenland laufen wird, aber das wird, glaube ich, relativ zäh. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, wisst ihr schon mehr, wie das gelaufen ist, das Viertelfinale. Und jetzt habe ich irgendwie nach langer Suche einen Gegner gefunden, aber man sieht, es kommt keine Verbindung zustande. Ich werde einfach hier wieder einen Cut machen und euch dann gleich den Gegner präsentieren. So, hier kann es weitergehen. Jetzt haben wir den Gegner gefunden. Red Bull Logo und Red Bull Trikots. FC Heimer scheint mir wahrscheinlich ein Deutscher zu sein. Oder HEMA. Wow. 4-1-2-1-2. Ein Bundesliga-Team, was ganz okay besetzt ist, aber nicht überragend. Also, sag ich mal, fast so wie meins. Wobei er hier natürlich sehr, sehr viele, also jetzt kein Spieler hat, 4-1-2-1-2 als Lieblingsformation. Und das bedeutet, dass eigentlich es sehr wahrscheinlich sein wird, dass keiner der Spieler
einen Chemiewert von 9 haben wird. Und das kann für mich ein Vorteil sein. Schauen wir mal. Ich bin natürlich, ich hoffe, dass ich... Okay, ich muss mich eigentlich nochmal kurz fokussieren und mir wirklich klar machen, dass ich jetzt hier wirklich, wirklich überragend spielen muss. Ich will da keinen Zweifel aufkommen lassen. Ich möchte mich näher nicht ärgern und sagen, da war mehr drinne. So, das ist jetzt mal, das ist klar, dass das jetzt hier Ansage ist. Und dann werde ich mir noch überlegen müssen, mit welcher Formation ich spiele. Ich werde wahrscheinlich aufs 4-1-2-1 wechseln. Gegner spielt jetzt gerade sehr hinten wie rum, macht den Angriff, baut den ruhig auf, überlegt, spielt nicht überhastet nach vorne, um dann keine Fehlpässe zu spielen. Macht aber jetzt hier und die Gelegenheit nutzen wir dann auch direkt, um Umstellungen vorzunehmen. Nein, zuerst auf Formation. 4-1-2-1-2. Und dann den Ballack vorne rein, Götze und Kagawa tauschen und vorne passt alles, das geht ja ruckzuck. So, und dann haben wir hier ein bisschen Raum mit Kagawa. Gomez auch ein bisschen mit Raum. Und dann kann er mir sehr gut den Ball rausspielen. Hätte ich eigentlich ahnen müssen, dass er gleich das Tackle angehen wird. Ansonsten, ja, da wäre mehr drin gewesen quasi. Hier spielen wir jetzt mal, probieren wir irgendwie, ja, steil zu spielen. Ballack kann den Ball auch annehmen. Der Ball ist noch... Ah, schade. Podolski kann ihn zwar rausspielen, aber mein Angriffer oder mein Ballack ist nicht in der Lage, den Ball dann auch aufzunehmen, weil er dann nicht genug weit rausgespielt wurde. Und, oh, jetzt kann er vielleicht steil spielen. Boah, da hat er ja Glück, wie er hier quasi meinen Spieler tunnelt. Sehr ärgerlich und schön, schön die Ballannahme verkackt von dem Spieler hier. Wer war das? So, hier ruhig machen. Mal abwarten und dann spielen wir den hier überlegt auf Naldo. Machen wir einen Flankenwechsel, damit wir hier nicht uns auf das enge Klein-Klein hier angewiesen sind. Hier hatte ich fast den Ball verloren mit Ballack. Oben hat jetzt Götze ein bisschen Raum. Er steht sehr kompakt, er steht sehr defensiv. Man sieht es hier, wie sich alles ballt. Gomez kann hier sich schön durchsetzen. Das ist vielleicht, das ist faul. Ja, sehr, sehr schön. Und ich habe zwei sehr, sehr starke Schützen im Team. Überlegen, ich denke eigentlich, dass ich von da lieber mit dem Rechtsfuß schießen werde. Ja, es sieht mir sehr stark nach Rechtsfußposition aus, weil hier ist das Problem, wenn ich mit dem Linksfuß schieße, der curlt sich dann immer quasi weiter in die Mitte. Und wenn ich das mit dem Rechtsfuß mache, dann curlt er sich vom Torhüter weg. Also, mit dem Wefe. Machen wir auch schnell. Der könnte vielleicht gar nicht so schlecht kommen. Ja, bleibt leider an der Mauer hängen. Leider ein bisschen zu locker geschossen. Okay, aber machen wir nichts. Das war jetzt keine hundertprozentige. So, die kommt nicht. Die kommt eigentlich von der Richtung her nicht schlecht, aber keiner auf meiner Spieler denkt sich, dass er da hätte stehen müssen, um die Ecke zu verwerten. In der Sicht ärgerlich. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das vom Stellungsspiel her gut ausspielen, dass wir ihm keine Chance geben, wirklich einen anzuspielen. Aber jetzt. Boah, scheiße! Das ist hier schon wieder, wie ich auch im Halbfinale quasi, mit einer halb hochgetretenen Flanke ein Gegentor kassiere. F**k. Shit. Ja, also, habe ich mich verzockt. Ich habe den Spieler auf der Flanke laufen lassen, weil ich eigentlich die Mitte zustellen wollte und es ist mir nicht gelungen. Und das ist natürlich dann einfach Worst Case. Holen wir mir die Flanke auf Podolski oder auf Ballack. Podolski nimmt die an und ja, das ist ein schwacher. Rechter Fuß, den probieren wir hier nach hinten, dann haben wir die Balleroberung in der Hälfte vom Gegner. Machen wir das Spiel ruhig. Machen wir das Spiel ruhig. Machen wir das Spiel ruhig. Machen wir breit. Spielen wir schnell auf Gomez. Ziehen wir außen durch. Ziehen wir wieder nach innen. Können. Oh, da legt er sich leider mit der Schusstäuschung den Ball zu weit nach vorne, sodass der Abwehrspieler den Ball dann ihm wegnehmen kann. Und jetzt hat hier Panda den Ball. Keine Ahnung, was er da genau macht. Ziehen wir hier. Oh, kann er mir den Ball rausspielen mit Hummels? Fehlpass, oben ist jetzt Podolski. Oh, da kann er auch den Bass abfangen. Scheiße. Aber ich habe gerade eine gute Druckphase. Aber man sieht es, der Gegner spielt unglaublich defensiv. Er steht unglaublich tief. Obwohl ich so gute Balleroberung habe, hat sich kaum Raum ergeben, weil er einfach sehr tief steht. Podolski jetzt hier mit der Flanke hoffentlich auf Gomez. Die könnte kommen. Ach du Scheiße. Einfach mal 5 Meter zu kurz. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Das Gegentor war zu vermeiden und ich hätte unter Umständen, wenn ich mich geschickter angestellt hätte oder ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, auch schon ein Tor schießen können. Und solche Fehlpässe sind unglaublich ärgerlich, aber ich kann hier glücklicherweise mit Lahm den Ball behaupten, spiele jetzt auf Podolski. Der Pass war eigentlich ziemlich schlecht. Nochmal auf Podolski, jetzt hier auf Ballack, der kann sich hier schön absetzen. Und dann spielen wir auf Gomez und der könnte jetzt hier... Nein, komm schon! Komm schon, komm, 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 komm! Pfosten! Ja! Was für ein krasses Tor! Wahnsinn! Was für ein absolut krankes Tor! Was ist das denn bitte? Was für eine absolut kranke Situation! Seriously! What the f**k? Und das...
absolut krank. Hier, Gomez. Teuter kann ihn an den Pfosten lenken und der Spieler stolpert an den Teuter und köpft ihn selber ins eigene Netz. Was ist das denn bitte? Tut mir leid, ich muss es laufen lassen. Das ist hier die absolut krankeste Szene überhaupt, die ich seit langem gesehen habe. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Absolut, also ich hätte es nicht besser hinbekommen. Ich hätte niemals, ich hätte natürlich davon dort keinen Kopfball gemacht, sondern reingeschossen, aber kranke Situation. Ich denke, es war unglaublich stark gespielt, wie ich auf Gomez den Steilpass gespielt habe. Der kommt, der kommt, der kommt, der Bottas gearbeitet sich den. Machen wir Schuss da schon noch hin. Und da bleibe ich leider hängen. Ah, schade, aber wie dann natürlich das Tor gefallen ist, da brauche ich ja nicht erzählen, dass es jetzt gerade glücklich war. Das ist ja irgendwie klar. Aber machen wir hier Here to heal? Hallo, machst du mal ein Here to heal? Er läuft einfach durch. Schwimm mal. Ah, das ist faul. Nee, pfeift er nicht. Und dann läuft Kagawa einfach am Gegenspieler vorbei. Ah, so ärgerlich. Schnell auf Podolski. Lass mal durch. Aber er geht nicht drauf. Macht er gut. Aber verliert danach fast direkt wieder den Ball. Und das wäre natürlich gefährlich gewesen für ihn. Ja. Ihr müsst mal kurz schreiben, ob ihr irgendwie schon mal sowas gesehen habt. Also, das ist ja. Das war absoluter Wahnsinn. Sorry, also ich bin stolpert über den Torhüter und köpft ihn deswegen ins eine Tor. Wahnsinn. Und das ist faul. Ja. So. Schauen wir mal. ich muss euch die Szene nochmal irgendwie dann zukommen lassen. Also das war ja jetzt echt absolut krank. Schön, Podolski. Hier, und das ist vielleicht, ah, das ist Abseits. Och, Lahm, da kannst du dich doch bitte so bewegen, dass du nicht im Abseits stehst. Guck mal, wie viel Zeit er jetzt hat, sich auszurichten, um auf dieser scheiß Abseitslinie vernünftig zu stehen. Und das kotzt mich immer an. Wenn die da 3 Jahre brauchen, um sich aus dem Abseits rauszubewegen oder einfach mal vernünftig zu bewegen. Komm, hol dir doch einfach mal hier, Ballack. Hätte er doch schon lange den Zweikampf annehmen können. Und den spielt er schwach, also spielerisch bin ich momentan noch nicht wirklich beeindruckt vom Gegner. Aber er steht sehr gut in der Defensive, weil er sehr tief steht. Machen wir hier to heal. Ziehen wir jetzt vielleicht außen durch. Ja, 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 genau, 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 genau. Schauen wir mal, wie Gomez läuft. Probieren wir die Flanke auf Gomez, aber er kann wieder den rausspielen mit Hummels, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr, wer der andere Innenverteidiger war. Hier habe ich probiert noch den ersten Pass zu verhindern und den muss ich jetzt nach oben weg. Ah, wollte ich eigentlich nach oben weghüpfen, damit da ein bisschen Ruhe reinkommt. Und jetzt müssen wir uns hier den Ball eigentlich mal erobern. Er macht sehr, sehr viel mit Doppelpässen. Das macht er gut. Aber momentan kann ich das noch sehr gut verteidigen. Oder, na, jetzt macht er wieder oben. Hm, nee, macht er nicht. Würde er jetzt vielleicht. War das Abseits? Abseits. Aber das, der andere war anscheinend im Abseits. Dann habe ich natürlich Glück. Den muss ich jetzt hier rausbekommen. Raus! Boah. Mann! Anstatt, dass er den Ball nach annimmt, köpft er ihn aus. Köpft er ihn auf eine Distanz von 2 Meter. Und den muss ich jetzt drangehen. Schön übers Tor. Ihr merkt, ich bin ein bisschen angespannt. Okay. Das war natürlich eben gerade, wie Lahm da den Ball rausgeköpft hat. Das sind immer so ärgerliche Situationen, wo den nicht genug Druck in den Kopfball bekommen und dann viel zu kurz rausgespielt wird. Und den Ball kannst du doch und, einfach abfangen und dann den Gegenangriff einleiten. Hier läuft jetzt oben Gomez. Wird er vielleicht auch probieren anzuspielen? Nee, er hat gesehen, dass er nicht kommen wird. So, jetzt Podolski, Ball abnehmen, schön. Schön über wenig Stationen oder direktes Spiel nach vorne. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier den Gomez anspielen können. Aber nein, 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 nein. Das war zu, wie sagt man, zu optimistisch. So, das war einfach klar, dass dieser Steilpass nicht funktionieren wird. Ja, ich kann mich natürlich bei so einem Tor, was ich jetzt gerade geschossen habe, nicht beschweren, dass es 1-1 steht. Das war natürlich pures Glück. Das war mit Gomez, denke ich, vernünftig schon rausgespielt. Wenn ich Glück habe, schießt er ihn direkt rein oder der zweite Kopfball ist dann drinne, der dann vom Torhüter an Pfosten gelenkt wurde. Aber so wie es dann gefallen ist, okay, das war natürlich dann krank. Hier ist es faul wieder. Nee? Also bitte. Marin nur mit dem Körper wieder. Drehen wir uns nach unten weg. Spielen wir ihn kurz. Überlegen, ob es vielleicht was bringen würde, die Formation umzustellen, aber momentan denke ich eigentlich, ist es noch ganz okay. Der wird jetzt sehr, sehr lang, der wird sehr, sehr lang. Probieren wir die frühe Flanke auf Gomez. Kann er sich auch aber. Boah, das ist jetzt die dritte Flanke in 2 Spielen, wo Gomez eigentlich sich die Flanke am Arbeiten ist. Am Erarbeiten. Und dann aber irgendwie nicht drankommt. Hm. Ist aber auf jeden Fall was drin gegen den Gegner. Ich müsste eigentlich, wenn ich mich hundertprozentig zusammenreiße, was die Defensive betrifft, kein weiteres Gegentor mal gegen ihn kassieren. Natürlich kann das immer wieder passieren, also es ist jetzt keine, dass ich den Gegner runter mache, aber eigentlich müsste ich es hier ohne weiteres Gegentor schaffen.
Und dann ist natürlich da auf jeden Fall was drinne. Hier ein bisschen den Gegner spekulieren lassen. Und dann probiere ich hier auf Götze zu spielen, aber das war auch wieder zu optimistisch. Das war... Da habe ich einfach gehofft, dass ich Götze irgendwie vernünftig absetzen kann. Spiele mich auf Podolski, aber auch das... Es ist alles... Er steht in der Defensive gut, deswegen muss ich sehr, sehr viel probieren, was optimistisch ist, was ich jetzt hier immer wieder als optimistisch beschrieben habe, wo ich weiß, es wird nicht häufig funktionieren, aber wenn es mal funktioniert, gibt es wirklich eine einzigartige Möglichkeit, zu einem guten Torabschluss zu kommen. Ist einfach das Risiko, was man manchmal eingehen muss. Wow, wenn ich da mehr Glück habe, nach dem Heel-Tweel kann Gomez direkt nachsetzen und ihn dann nach dem Ball direkt erobern. So, der Pass... wenn ich Pech habe, kann Naldo den nicht vernünftig annehmen und verliert ihn direkt. So, was ist das denn für ein Pass, den er Podolski spielt? Setzt uns außen durch und da spielt er in mir sehr, sehr stark raus. War eigentlich auch, denke ich, von der Umsetzung nicht schlecht gemacht von mir, aber dennoch hat es nicht funktioniert, weil der Abwehrspieler gut gestanden hat oder einen guten Verteidigungswert hat. Und hier spielen wir jetzt steil auf Gomez, aber... Ja, ich glaube, ich stelle auf den 4-3-2-1 gleich um, weil ich merke, dass ich einfach vorne nicht wirklich zum gut Kombinieren ansetzen kann. Und deswegen... Nein. Fuck. Scheiße! Ich wollte ruhig machen, damit ich in der guten Situation Pause machen kann, um umzustellen. Scheiße! Boah, im Endeffekt... Krass. Im Endeffekt gleicht sich das natürlich jetzt aus mit dem glücklichen Tor, was ich geschossen habe. Aber... Scheiße. Richtig, richtig scheiße. Ich hoffe, die Umstellung ins 4-3-2-1 bewirkt jetzt was, eine Verbesserung. Ansonsten natürlich echt fatal, was da gerade passiert ist. Scheiße. Boah. Wie dumm! Das ist mir schon mal ja passiert. In einem Ultimate Team Let's Play. Da war's, aber wie gesagt, das passiert mir in irgendwie in 100 Spielen eigentlich so ein bis zwei Mal. Also, jetzt was ist denn hier? Jetzt hat er sehr viel Glück, wie er da dem... Oh nein, komm, holen dir. Schön. Ich habe da ja auch manchmal Angst, dass sie dann da Mist machen. So, ich wollte eigentlich die ganze Zeit auf Raum sich stellen. So. Da haben wir jetzt hier... bisschen Raum, aber irgendwie man sieht es, der Gegner steht so tief, dass... Ja, komm, spiel durch, sehr, sehr schön, jetzt hat Götze hier den Raum, zwei Leute in der Mitte, die Flanke kommt auf Podolski, der kann ihn... Ah, oh, der kann sich leider den Kopfball nicht arbeiten. Und, ach, da ist... Ich muss mich konzentrieren, ich kann jetzt nicht mehr weiter drüber nachdenken, was da passiert ist, weil das, das kann ich nicht mehr ändern. So. Flanke? Komm schon! Kagawa! Was für ein geiles Tor! Mann, was für Glück, ey, dass Kagawa sich den Kopfball arbeiten kann. Boah! Schöne Flanke aber, und dass dann Kagawa das Kopfballduell gewinnt, ist Glück. Wow! Das war natürlich jetzt... Das war notwendig. Wow! Krass. Abseits, ja. Jetzt muss ich natürlich alle Taktikeinstellungen wieder zurücknehmen, da muss ich jetzt gleich direkt mal... Okay, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen. Ich habe jetzt gerade schon einmal Glück gehabt. Ich habe bei meinen beiden Toren Glück gehabt und es darf natürlich eigentlich nicht passieren. Es ist... Ach, jetzt Schiedsrichter! Mann, verhindert er den Pass auf Gomez. Ich muss mich konzentrieren. Schönen Doppelpass, den ich jetzt hier wahrscheinlich ansetzen kann. Spielen wir mal steil auf Podolski, aber den Pass kann er abfangen. Aber ich habe jetzt gehofft, dass er mir vielleicht in die Füße spielt. Och, jetzt komm schon. Also da hat er jetzt aber auch Glück, wie er mir schon da wieder getunnelt hat. Wie er eigentlich den Pass auf wohin spielt, wo eigentlich genau Gegenspieler am Weg sind. Den Pass habe ich eigentlich schon früher erahnt. Habe ich trotzdem nicht mir holen können. Schön, schöne Balleroberung. Da muss ich mehr draus machen eigentlich. Oder muss ich... Was mache ich? Ich möchte eigentlich... Habe ich eigentlich schon auf Defensiv gestellt? Ich bin total perplex irgendwie. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Spielen wir hier kurz auf Kagawa. Der setzt sich jetzt hier weiter außen durch. Sehr, sehr viel Raum jetzt. Machen wir gleich mal eine Schusstäuschung in die Mitte. Und? Ah, ich dachte, irgendwie kann er sich vielleicht durchwuseln. Das war ein sehr, sehr guter Spot eigentlich für die Schusstäuschung. Weil beide Gegenspieler, obwohl zwei dran waren, standen genau ganz gut oben. Und eine gute Chance zu haben, dass ich damit durchkomme. Hat leider nicht funktioniert. Macht er stark hier, die andersrum sich zu drehen. Schnelles Spiel, schnell Spiel nach vorne.
Und dann probiere ich hier Gormis kurz anzuspielen, aber man sieht es, da war einfach der Gegenspieler direkt dran. Ballack jetzt hier. Ja, sehr, sehr eng jetzt hier alles. Ich probiere irgendwie auf Kagawa zu spielen. Der kann sich jetzt hier auch nicht den Ball erarbeiten. Nein, da kann der Innenverteidiger rausstürmen und den Ball abfangen. Und das ist jetzt eine gute Situation für den Gegner. Er wird jetzt hier wahrscheinlich, ja, was wird er wahrscheinlich machen? Er wird jetzt hier, ah, oh, der wird wahrscheinlich hier. Sehr, sehr gut, dass er heute in den hält. Er hat natürlich jetzt aus einem unglaublich spitzen Winkel abschießen wollen. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er wieder probiert, eine halbwohl Flanke zu schlagen. Setzen wir uns außen durch. Hat er nämlich gleich einen Stellungsfehler gehabt. Hätte er irgendwie erahnen können, dass ich das probiere. Oh, wenn ich Glück habe, mache ich die Schusstäuschung einen Ticken früher. Und dann habe ich, wenn ich Glück habe, gibt es einen Foul, weil er mir den Ball nicht rausspielen kann, weil der Ball weg ist. Und dann gibt es nur noch den Körpereinsatz und ist dann ein Elfmeter natürlich. Schade. Aber, das ist natürlich, darauf sollte ich nicht angewiesen sein, dass ich mit Glück einen Elfmeter hole. Nein, 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 nein. Schön, Panda jetzt hier. Jetzt müssen wir mal hier den Ball ruhig rausspielen. Und ja, man sieht das, was passiert, wenn ich irgendwas ruhig machen möchte. Es klappt heute nicht, wie ich auch Alter, wirklich das zweite Gegentor kassiert habe. War ja unglaublich dumm. Spielen wir jetzt kurz raus. Und probieren wir mal mit Doppelpässen. Komm, es läuft. Boah, wenn der durchgekommen wäre, man kann sich das nochmal anschauen. Gomez hat sich super abgesetzt und der Freiraum war da. Boah, den Pass hätte ich fast eigentlich schon abfangen können. Jetzt will er sich mit Verfahren außen durchsetzen und dann steil spielen, was er jetzt hier macht. Und das macht er stark, das macht er stark, das macht er stark. Das macht er vielleicht auch stark? Ne, hätte er sich... Boah, stark gespielter Ball. Schön, wie Naldo den Ball klärt. Wenn ich Pech habe, gibt das Elfmeter, weil Naldo den nicht richtig gut klären kann. Würde jetzt probieren, außen durchzusetzen und eine Flanke zu bringen wahrscheinlich. Ja. Und das ist eine Ecke und Ecke sind immer gefährlich. Aus Ecken kann immer ein Tor geschehen oder ein Tor fallen. Vor allem in der 90. Minute ist natürlich dann der Ärger besonders groß. Hier kann ich schön rausspielen. Ich hoffe, ich kann jetzt vielleicht noch einen Konter fahren. Und? Ja, Mann. Hier so zack und dann durchgesteckt und dann wäre es natürlich jetzt hier das 3-2 geworden. Ist ja klar. Ah, Wahnsinn. 2-2 Verlängerung. Ich will es in der Verlängerung entscheiden, weil ich glaube, er hat ein paar mehr Schüsse aufs Tor. Und dann kann es natürlich sein, dass ich den Preis, das Preisgeld nicht... Oh, ich bin leicht überlegen, aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich muss es in der Entscheidung, in der Verlängerung gewinnen, weil ich darf mit dem Controller kein Elfmeterschießen machen, weil das hat mir ja schon mal fast alles gekostet. Dann muss ich den Controller wechseln. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Also gut, ich will ja eh nicht ins Elfmeterschießen. Okay. Reus und Timoschuk. So, und jetzt, ich muss einfach nur mal konsequent was nach vorne machen. Dann geht da was, dann geht da was. Ich bin so sicher, dass da was geht. Boah, solche Fehlpässe, oder solche Pässe, die er gespielt hat, das ist riskant. Schaut, er wird wahrscheinlich probieren, steil zu spielen. Kann ich gut probieren, abzublocken, oder er spielt ihn dann nicht, weil er sieht, dass es nicht funktionieren wird. Götze zieht jetzt hier durch, wird jetzt hier gleich in die Spitze spielen wollen. Spielverlagerung auf Außen, sehr gut. Macht er gut. Und dann ein Distanzschuss mit Reus, der zu optimistisch ist. Spiele ich lang raus auf Kagawa, der natürlich eigentlich nicht der kopfballstärkste Spieler ist. Schafft es aber irgendwie, den Ball trotzdem nach vorne zu bekommen. Komm, spiel mir in die Füße. Spiel mir in die Füße. Tut er nicht, macht er nicht. Okay. Hier gute Situation, hat er gute Doppelpässe gespielt und... Ja, ich weiß es nicht. Also, sieht jetzt spektakulär aus, wie mein Torhüter den hält, aber eigentlich rechne ich nicht damit, dass der mal irgendwann reingeht. Und den muss ich jetzt hier weg. Weg, 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 weg. Boah. Weg. Weg. So, ich muss überlegen, wie ich ihn hier rausspiele. Das ist alles sehr, sehr eng. Machen wir mal hier den langen Ball auf Podolski, ist das wahrscheinlich. Och, scheißen Dreck. Jetzt muss ich aufpassen, dass er mich hier nicht auskombinieren kann. Ja, schön. Schöne Balleroberung. Jetzt muss ich hier das Spiel schnell nach vorne machen. Oh, den spiele ich hier sehr, sehr schlampig. Machen wir einen Doppelpass. Noch ein Doppelpass. Noch ein Doppelpass. Und oben setzt sich Podolski ab. Den muss ich jetzt auf den linken legen. Linken legen. Linken legen. Yes! Sauber, 3-2. Super schöne Kombination von Doppelpässen und dann muss ich mir auch nur auf den linken legen und dann in die lange Ecke einschieben. Und das ist das 3-2 in der 100. Minute in der Verlängerung. Wie gesagt, ich habe es angekündigt, eben als die Verlängerung begonnen hat, ich muss eigentlich nur was Konsequentes machen. Und das war eben wirklich, denke ich, sehr konsequent und vernünftig ausgespielt. Hier, schlimmer Fehlpass, probiere ich direkt mal steil zu spielen. Kann mich, boah, Hummels, kriegt da den Ball, oder das gerade noch so das Bein raus, um den Pass abzufangen. Hier stehen jetzt meine Leute sehr, sehr gut. Spielen wir das, machen wir das Spiel ruhig über außen. Spielen wir hier jetzt auf. Auf wen spielen wir dann? Ist das Podolski, der da steht, oder? Ne, Gomez. Die haben die Seiten getauscht. Muss ich ein bisschen aufpassen. Spielen wir jetzt mal steil auf Ballack. Der hat jetzt sehr viel Raum. Ich kann leider nicht auf Podolski spielen, weil er am Abseits stand. Und machen wir eine Körpertäuschung. Das ist faul. Sehr schön. Könnte ich mit Panda vielleicht direkt schießen? Schieße ich mit Panda wahrscheinlich direkt. Der hat einen ganz guten Effekt. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Der kommt gut.
Der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut! Oh, kommt mitten aufs Tor. Oder mitten auf dem Torhüter. So, der Abwurf ist gefährlich. Kagawa kann jetzt vielleicht hier... Ja, okay, ist egal. Erste Halbzeit vorbei. Ich muss das Spiel jetzt vernünftig zu Ende bringen. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht selber in so eine gewisse selbstbeeinflussende Schleife begebe, dadurch, dass ich natürlich probiere, emotional zu kommentieren, dass ich dadurch nicht selber emotional und unruhig spiele und mich dann in der Hinsicht quasi beeinflusse, dass ich danach die Ruhe nicht behalten kann. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger werde und nicht so euphorisch, dann liegt es daran, dass ich hier Ruhe ins Spiel bringen möchte, was mit so einem Fehlpass natürlich nicht passiert. Egal, er macht den nächsten auch selber Fehlpass. Spielen wir jetzt hier steil auf die Spitze, aber ja, kommt gar nicht an. Ich muss jetzt einfach nur so 15 Ingame-Minuten solide stehen. Das sollte mir eigentlich gelingen. Hier probiert ein Doppelpass. Ja, hab dann schon gesehen, dass ich den eigentlich sehr gut erahnt hätte. Spielen wir hier kurz. Schauen wir mal kurz, ob hier einer steil läuft. Nee. Podolski setzt sich jetzt hier sehr schön ab. Den nehmen wir jetzt auch wieder in den langen linken Fuß. Und das ist... Pfosten! Scheiße! Boah! Wäre natürlich auch eine Überlegung wert gewesen, probieren im 1 gegen 1 gegen Torhüter vorbeizuziehen. Aber ich hatte eigentlich eine gute Confidence, dass Podolski den wieder machen wird. Habe ich schon so oft so verwandelt. Und ja, den bringen wir jetzt einfach rein. Vielleicht kann Gomez oder Kagawa hier das nächste Kopfballtor machen. Nein, leider nicht. Muss ich vielleicht mit Kagawa bringen. Dann... oh, das könnte Elfmeter geben. Es gibt Elfmeter, es gibt Elfmeter. Man hat es schon gesehen, dass der Schiedsrichter dann auf den Punkt zuläuft und wird auch nicht immer gepfiffen, ganz klar. Aber ja, da ist halt nicht so viel Ball dabei, sehr, sehr viel Körper und dann gibt es dann halt den Elfmeter. Und den, ja, da weiß ich schon, wo ich den hinschieße. Elfmeter, wie gesagt, mit dem Stick, mit dem Controller. Oh, den hält er. Eieieiei, der war gut geschossen, fand ich. Fast die Balleroberung von Ballack. Oh. Also es war jetzt, ich habe alles eigentlich in der Sicht richtig gemacht. Ich habe mich nur für die falsche Ecke entschieden. Kann ich mir irgendwie keinen Vorwurf machen. Finde ich jetzt. Und das ist faul. Hallo. Oh leck, das ist eigentlich so faul. Es ist so viel Körper, als er mir... Ich habe eigentlich den hohen Ball schon hundertprozentig sicher gewonnen. Und er kriegt einfach nur mit Körpereinsatz meinen Spieler vom Ball getrennt. Und nein, 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 nein. Schön den Ball rausgespielt, das ist kein Elfmeter, richtig. Das war nämlich komplett Ball. Spiel mir hier oben kurz auf Podolski. Legen jetzt hier steil auf Gomez. Es gibt uns natürlich unglaublich viel Zeit hier außen. Jetzt haben wir sehr viel Raum auch sogar. Probiere ich jetzt in die Mitte zu ziehen. Dreimal Viereck und dann wow, fast das nächste Eigentor. Also, vorhin war es ja sogar ein Treffer für Gomez, als der Spieler über den Torhüter gestolpert ist und sich mit dem Kopf reingemacht hat. Bitte. Wahnsinn. So, sehr gut. Die kommt gut, die kommt gut. Die kommt, wow, der auf der Linie gerettet. Und dann ist der Ball aber noch heiß. Der Ball ist noch heiß. Oh, den hätte ich jetzt fast ausgespielt. Ich probiere eigentlich gerade nur vernünftig, so, schön das Scoop-Turn, noch eine Schusstäuschung und dann, boah, haut er mich schon wieder um, aber diesmal gibt es keinen Elfmeter. 120. Minute, eigentlich, wenn ich jetzt hier den Ball habe, ja, dann ist das Spiel gelaufen. Spiel mal steil, spiel mal oben auf Kagawa und der kann jetzt hier, das ist, Flugkopfball, schade. Nächste Ecke, aber das Spiel ist durch. Es wird hundertprozentig nicht so sein, dass das Spiel jetzt nochmal weiterlaufen wird. Und selbst wenn, dann schießt er das 3-3. Dann habe ich viel druckvollere Situationen gerade gegen Ende gehabt und ich kann das Elfmeterschießen verlieren und ich gewinne den Jungen. Also, sehr gut. Ich werde das Spiel 3-2 gewinnen, weil er jetzt abpfeift. Es kann nicht anders sein, dass er nicht jetzt abpfeift. Die 120 Minuten läuft schon so lange. Ja, ist vorbei. Gewonnen! Wahnsinnspartie. Krass. Richtig krass. Also, wenn ihr jetzt darunter schreibt, das war nicht verdient, sage ich okay. Sage ich nichts dagegen, weil ich natürlich mit dem Ausgleich wieder ins Spiel zurückkomme beim 1-1, welches nicht immer fallen wird. Wie dem auch sei, ich denke auch ein krasses Ausgleichstor zum 2-2 durch Kagawa, weil die Flanke halt, weil Kagawa ein Kopfballtor machen muss, was halt echt schwer ist für ihn, weil er nicht der Größte ist. Aber die Flanke war gut gespielt von Lahm. Und das 3-2 war dann einfach schön rausgespielt. So. Also, das war einfach, denke ich mal, fast ein Spiel auf Augenhöhe. Ich denke, ich habe vielleicht leicht Vorteile, was das Spielerische betrifft in der Offensive, aber er stand sehr gut in der Defensive, wo er natürlich auch, glaube ich, auf sehr defensiv eingestellt hatte. Also er stand unglaublich kompakt. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal kurz das 1-1 anschauen wollen. Ich habe hier eben schon mal kurz Revue passieren lassen. Das ist natürlich... Das ist einfach Weltklasse. Also was da... Ihr merkt ja, ich bin da immer noch sprachlos. Aber ich denke, dieser Steilpass hier auf, abbrechen,
auf Gomez war richtig schön. Ich habe natürlich das Problem, dass er sehr, sehr nah ans Tor rankommt und dann, ja, ich habe ihn halt direkt probiert, direkt zu nehmen und dann hier in die kurze Ecke reinzuschießen. Man sieht es, Neuer hält ihn gut. Der platziert ihn einfach nicht gut genug. Es liegt einfach daran, dass er direkt spielen muss. So, und danach halt hier kommt Gomez wieder dran. Wahnsinn, wie er das schafft. Wahnsinn, wie Neuer quasi hier noch eine Hand dran bekommt. Auch richtig krass. Dann natürlich gegen Pfosten und jetzt gilt es, die Augen auf die Nummer 3. Ich glaube, es ist Piszczek zu richten. Mal sehen, ich weiß nicht, aus welcher Perspektive das am besten kommt. Hier läuft er an und er will den Ball klären und stolpert und BÄM! Sorry. Macht ihn, glaube ich, gar nicht mit dem Kopf rein, sondern mit der Schulter. Warte mal, man kann hier doch auch Spieler auswählen. Genau, Piszczek haben wir noch hier und dann im Fokus ist er jetzt hier. Sorry, es ist einfach nur göttlich. Warte mal, hier, jawoll! Und dann nimmt er die Chance, Kopf, Schulter, drin. Wahnsinns Ding, ich finde es auch lustig, dass er nicht als Eigentor gewertet wird, sondern als Treffer für Gomez. Aber schön. Freut mich. Was für ein Tor. Okay, und das Tor von Kagawa, ja, das ist halt so das Kopfballtor gewesen. Und ja, ich kann sehr zufrieden sein damit, dass ich jetzt hier gerade Kagawa gewonnen habe. Kagawa. In Form Honda, der ungefähr 10.000 bis 15.000 wert ist. Das können wir uns auch mal direkt nachschauen. Und ich bin natürlich echt high gerade auf Glücksgefühl oder Endorphin, weil das war natürlich jetzt eine krasse Partie. So, hier sieht man es auch. Also wie gesagt, ich kann ihn für mindestens 10.000 Münzen einfach schon ablegen. Also von daher ist das natürlich echt ein Wahnsinnsgewinn. Tut mir, ich muss dann aber auch nochmal kurz Worte an den Gegner verlieren. Tut mir natürlich irgendwie ein bisschen leid für ihn, dass er, aber das ist halt immer das Problem, dass es einen Verlierer geben muss. Und wenn es dann so restriktiv ist, das Turnier, dass man nur zweimal dran teilnehmen darf, ist es natürlich ärgerlicher. Wow. So, dann schauen wir mal. Gold. Ich glaube, ich habe ihn in 3-5-2 bekommen, was, glaube ich, eine Formation sein sollte, die gar nichts wert ist. Das letzte Mal hatte ich wenigstens eine Formation mit einer Viererkette. Es kann sein, dass das immer so ein bisschen mehr wert ist. Schauen wir mal ganz kurz. Ich werde natürlich jetzt noch weiter die Suchbeschränkung gleich einschränken. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier schon mal für 12.000 welche finden. Dafür müssen wir natürlich noch hier Japan auswählen. Japan, natürlich ist das nicht und bei P, sondern hier bei H bis L. Japan und russische Liga, dann findet man ihn eigentlich schon direkt. Ich werde kurz schauen, ob ich, ja, ich werde auch eine untere Schranke einstellen, sonst bekomme ich die ganz normalen Hondas angezeigt, die mich nicht interessieren. Und ja, da haben wir jetzt für 12.000, 11.500, 10.750. Das ist schon echt grenzwertig. Ja, also, man sieht es. Ich habe ihn das letzte Mal für 15.000 losbekommen, jetzt sind es nur noch 10.000. Der Markt ist halt quasi in einem gewissen Maße überschwemmt. Wir können ja mal kurz schauen, ob, was denn das günstigste ist. Vielleicht finden wir ja einen für 9.000 und dann können wir den einfach für mehr ablegen. Das wäre natürlich lustig. Aber man sieht es. Sehr viele normale Hondas. Hondas ist natürlich auch ein lustiger Name. Ich muss natürlich jetzt mal hier ein bisschen höher einstellen, damit wir die alle angezeigt bekommen. So, billiger als 10.000. Machen wir mal 9,7 wird er nicht sein. Dann bekomme ich auch welche angezeigt. Okay. Und das günstigste scheint wohl 10,75 zu sein, was jemand für Honda verlangt. Also so verkaufe ich üblicherweise meine Spieler, weil ich... Na gut, ich kann drauf spekulieren. Ja, ich stelle ihn für 11.000 rein und 10.5 als Startpreis oder so. Aber viel günstiger, oder ich, sag mal so, es wird nicht mehr, wird nicht weniger als 10.000 werden, also von daher kann ich da nicht so viel verkehrt machen. Stellen wir einfach rein, 3 Stunden und ja, dann werde ich euch wahrscheinlich davon berichten, wenn er verkauft wurde, werde ich nochmal sagen, es wird wahrscheinlich 10.5 werden oder 10.75 oder so. Und das ist natürlich echt, das war eine lustige Partie, würde ich mal sagen. Eine sehr lustige Partie. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch genauso unterhalten wie mich. Und haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.